Hallo, ich bin Dennis Bartelt, einer der beiden Gründer von StartNext. Wir haben vor 10 Jahren die Plattform StartNext ins Leben gerufen, um Kreative und Künstler zu finanzieren mit Crowdfunding. Crowdfunding ist eine sogenannte Schwarmfinanzierung. Es funktioniert im Internet, indem einfach jemand ein Projekt vorstellt, ein Gründer zum Beispiel, und dafür Finanzierung sucht. Das heißt, es wird ein Betrag angegeben. Dieser Betrag kommt durch Unterstützerinnen aus dem Internet zustande. Anders als bei Spenden ist es hier so, dass es Gegenleistungen gibt und dadurch aber das Projekt finanziert. Mit der Corona-Situation hat sich auch bei uns einiges verändert, denn Crowdfunding-Projekte sind sehr in die Zukunft gerichtet. Und in so einer Krise, in der wir uns jetzt befinden, geht es gar nicht so sehr um die Zukunft, sondern um das Jetzt. Es geht mehr um Hilfe eigentlich, als um konzeptionelle Arbeit für neue Ideen. Hallo, aus dem Maschinenraum von StartNext. Gründerinnen und Kreative sind von den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus besonders schwer betroffen. Egal ob Restaurant oder Maler, haben wir von StartNext eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Man kann jetzt einfach auch ein Spendenprojekt aufsetzen, in dem es erstmal keine Gegenleistungen gibt. Das bedeutet, wir setzen das erste Funding-Ziel auf 1 Euro, verringern die Komplexität des Projektstartens, übernehmen die Transaktionsgebühren und versuchen euch innerhalb von wenigen Stunden online zu bringen. Von den Millionen Euro, die bisher eingesammelt worden sind, sind ca. 10% reine Spenden und die anderen 90% basieren auf Gegenleistungen. Das, was wir adressiert haben, waren vor allem zunächst die Events. Das heißt, Festivals, die jetzt nicht stattfinden, Kneipen, die jetzt geschlossen haben, Clubs, die Tanzflächen letztlich nicht bespielen können. Also die Bandbreite ist enorm. Wir haben auch Rettungsaktionen für Geflüchtete in Griechenland zum Beispiel. Bestimmte gesellschaftliche Anforderungen, die wir ja haben, die können ja nicht liegen bleiben, auch in so einem Shutdown. Und es gibt doch viele Menschen, die schneller weiterdenken und Projekte aufsetzen, um anderen wiederum zu helfen. Solidarität ist lebenswichtig. Allerdings ist sie selten genau 2 Meter lang. Das ist der Abstand, den man braucht, um sich nicht mit Corona zu infizieren. Liebe Crowd, liebe Projektinitiatoren, Gründerinnen und Gründer, das Beste in der Krise ist, aktiv zu werden, zu helfen. Bei uns auf der Plattform findet ihr jede Menge unterstützenswürdige Projekte. Und wenn du selbst betroffen bist, dann leg dein Projekt an und lass dir von der Crowd helfen, durch diese Krise zu kommen und aktiv auf die Zeit danach zuzugehen. Starte dein Projekt oder unterstütze die Projekte, die deine Hilfe brauchen. Die Zukunft gehört den Mutigen, weil bei uns Gründerinnen, Gründer, Kreative an Projekten arbeiten, die nicht nur im Jetzt wichtig sind, sondern auch die Zukunft verändern sollen.